Romina, kannst du aufhören, das sind Tanzen, die Musik ist aus, ja? Aus mit deinem Mikro, ja? Hallo, die Musik war gerade so toll! Jetzt ist sie aus und jetzt lass mich die Publikum begrüßen, ja? Okay. Buonasera. Ciao, benvenuti e tutti, ciao ragazzi! Ja, wir sind Albano und Romina Paola und wir freuen uns, dass wir heute Abend sind, Alex. Mit diesem wunderschönen Dr. Smith, alle. Und wir müssen singen heute Abend unseren größten Hit für euch. Es ist auch zu lässig. Was ist los? Was ist los? Wir haben die Klamotten vertauscht. Was haben wir gemacht? Wir haben die Klamotten vertauscht. Wir haben die Klamotten vertauscht. Was? Und nee, das gibt's nicht. Scheiße. Das passiert mir echt erst, wenn du mit mir auf der Bühne stehst. Entschuldigung, ich muss dich jetzt mal loswerden. Vor zwei Jahren hat sich echt das Thema verfehlt. Ja? Letztes Mal hatten wir die komplett falschen Klamotten dabei und jetzt haben wir sie vertauscht. Super. Erst seid ihr als Duo auf der Bühne. Ja, nee. Ich muss dazu sagen, es hat ja auch Vorteile als Duo, ne? Also auf der Bühne. Welche? Also falls jetzt einem von uns was passiert, ne, dann kann ich hier immer noch weitermachen. Ja. Nehmen wir mal an, du fällst jetzt von der Bühne. Ja? Warum sollte ich denn jetzt hier von der Bühne fallen? Ja, Gott, oder denk halt, dir fällt so mal so ein Scheinwerfer im Kopf, ja? Dann wäre das jetzt eben nicht schlimm. Ah, das wäre also nicht schlimm, wenn mir jetzt ein Scheinwerfer im Kopf fällt. Das wäre nicht schlimm, weil ich ja dann noch weitermachen könnte. Na toll, du würdest dann einfach so weitermachen? Gut, muss ja nicht gleich so was Schlimmes sein. Aber nehmen wir mal an, irgendwas passiert einem von uns, dann kann ich weitermachen und du könntest dich hinter der Bühne mal erholen. Ja, erholen. Du könntest... Von was? Vom Alltag. Vom Alltag. Ja, vom Alltag. Du könntest noch mal was lesen oder ein Puzzle machen. Ein Puzzle machen. Hier läuft die Hammershow, die geilste Band der Welt spielt, die tollsten Gardemädels tanzen. Und wir haben das fantastischste Publikum und ich sitze hinten. Und ich sitze hinten und mache ein Puzzle. Kannst halt sonst einen deiner Hobbys frönen. Weißt du was, Pierre? Du gehst jetzt nach hinten und frönst eins deiner Hobbys. Geht ja nicht, da bist du ja dann schon und dann wäre ja keiner mehr hier vorne. Aber sag mir doch lieber, wie kommt aus dieser peinlichen Nummer hier wieder raus? Also ich würde sagen, wir gehen jetzt nach hinten, ziehen uns um. Es dauert so 20, 30 Minuten, ihr habt ja Zeit. Habt ihr alle noch was zu trinken, ja? Okay. Und wir streichen die letzten 5 Minuten einfach mal komplett. Das ist nie passiert. Und bitte. Eins muss unter uns bleiben. Ja? Ihr sagt keinem, dass ich hier in Frauenkleidern auf der Bühne stehe. So peinlich. Also, ja. Das ist nicht, doch ich will zurück. Ich will zurück.
Wenn ich da, 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 wenn ich da